Moin Moin, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das allererste, das allerneueste Tablet von Google. Heute ist der Release-Tag, der 21.06.2023. Endlich bringt Google sein allererstes, neuestes Tablet raus. Aber es ist nicht nur ein Tablet. Es ist ein Tablet und ein Smart-Home-Gerät zugleich. Inklusive ist, wir drehen das Ganze hier einmal um, einmal ein Ladedock und das Tablet. Zu den technischen Daten kommen wir natürlich gleich. Aber was dich in diesem Video erwartet, ist einmal das Unboxing. Was ist alles im Lieferumfang enthalten? Wir richten das gemeinsam ganz schnell ein. Ich zeige euch mal, wie das aussieht aus jeder Ecke, aus jeder Perspektive. Und ich gebe am Ende noch ein Fazit, das heißt der erste Eindruck. Wie hat sich das Gerät in den ersten paar Stunden so gemacht? Konnte es mich überzeugen, denn ich habe ja ganz viele Tablets. Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ich habe ein iPad Air. Ich habe ein Fire HD 11 Max oder Max 11. Und ich habe viel Erfahrung. Und ich werde berichten, ob es sich lohnt, 680 Euro, denn genau so viel habe ich gezahlt, auszugeben für dieses Tablet bzw. Smart Home Gerät. Unter anderem werde ich natürlich auch alle meine Smart Home Geräte hier integrieren und noch viele weitere Videos erstellen über das Google Pixel Tablet sowie ein Review und werde auch viele Geräte hier einbinden. Aber das Ganze nach dem kurzen Intro. Los geht's! Schauen wir mal und enthüllen wir mal das Tablet. Die letzte Lasche wird abgezogen. Machen wir das richtig rum, denn das ist ein Highlight. Da ist es. Das lege ich beiseite. Erhältlich ist das Google Pixel Tablet in zwei Farben. Einmal Porzellan und einmal Hassel. Hassel ist die Farbe, die ich mir bestellt habe. Hier ist es komplett aus Papier. Jetzt einmal hier öffnen. Okay, ich habe es mir schöner vorgestellt. Nochmal. Jetzt ist es offen. Zack. Wie ein Buch mache ich es euch auf. Und nicht zu vergessen, nächste Woche kommt auch das Google Pixel Fold raus. Auch das habe ich mir bestellt. So sieht das Ganze aus. Ich drehe das nochmal um, denn das hier fühlt sich ziemlich matt an. Das fühlt sich auch an wie Metall. Und hier, das Tablet besteht zu über 30% aus recyceltem Material. Und das Gehäuse besteht zu 100% aus recyceltem Aluminium. Das heißt, hier alles ist Aluminium. Und zum Vergleich lege ich einmal das neue Fire Max 11 mal daneben hin, weil die sehen sich dann doch ähnlich. Beide sind 11 Zoll Tablets. Man kann hier die Ähnlichkeit eigentlich auch sehen. Na, die Tablets sehen sich eigentlich alle ähnlich. Also, dass ihr mal einen Vergleich habt, Formfaktor. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde irgendwie, das Fire Tablet sieht ein bisschen schöner vom Design aus, aber hinten die Konnektoren für das Ladedock, hinten einmal das Google-Logo, hier oben die Kamera. Und was haben wir hier für eine Kamera? Wir haben hier eine 8-Megapixel-Kamera, eine Blende von f2.0 und hier sollen wir auch ganz gute Fotos machen können. Aber der Fokus liegt nicht auf der Kamera, sondern was die Software dahinter kann. Denn die hat auch den magischen Radierer und auch mit dem neuen Update können wir die Funktionen, die beim Pixel Fold vorgestellt wurden, auch hier verwenden. Die Frontkamera hat ebenso 8 Megapixel und eine Blende von f2.0. Der Bildsensor ist bei beiden identisch, ist ein Viertel. Ich habe das Ganze jetzt mal gestartet, der fährt hoch,
solange er hochfährt, schauen wir uns das mal weiter an. Hier oben haben wir den Einschalter, aber auch den integrierten Fingerabdrucksensor. Das heißt, hier können wir auch gleich unseren Finger registrieren. Dann haben wir hier laut und leise. Wir haben hier mal USB-C-Anschluss, 4 Lautsprecher, die wir hier sehen und natürlich Mikrofone. Und hier kommt auch gleich das Einrichten. Aber bevor wir es zum Einrichten geht, Fingerabdrucksensor habe ich bereits erwähnt, Mikrofone haben wir 3, Lautsprecher haben wir 4 und wir haben hier auch Google Cast. Das heißt, jeder Gast kann hierher kommen und sich mit diesem Gerät verbinden. Zum anderen verspricht Google auch 5 Jahre Sicherheitsupdate und das ist wirklich klasse. Zum Prozessor haben wir hier den Google Tensor G2. Momentan den aktuellsten Prozessor, den es von Google gibt. Dieser Prozessor wurde zusammen mit Samsung zusammenentwickelt. Ich schätze aber mal, beim neuen Google Pixel 8 wird höchstwahrscheinlich der G3 eingebaut, aber bleiben wir mal gespannt. Arbeitsspeicher, das ist ziemlich klasse, das sagt euch vielleicht nichts aus, aber hier haben wir den LPDDR5 mit 8 GB RAM. Ich gehe mal schwer von aus, 8 GB reichen aus. In meinem Samsung Ultra habe ich ein bisschen mehr, aber hier haben wir ein reines Google-System und das ist ziemlich cool. Keine Oberfläche von irgendeinem anderen Hersteller. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Akkulaufzeit wieder, denn wir kommen hier bis zu 12 Stunden durch den gesamten Tag. Der Akku umfasst 27 Wattstunden und das ist ganz schön viel. Wenn wir wirklich damit 12 Stunden auskommen, dann bin ich echt mega froh. Und das Display, das wir hier sehen, ist leider ein LCD-Display, kein OLED-Display, das 278,13 cm in der Diagonale hat, eine Auflösung, die ziemlich gut für Tablets sind, für 2560x1600. Das entspricht einer Pixeldichte von 276, das heißt, wie viel Pixel befinden sich pro Zoll. Das sind hier 276, das ist für Tablets ein relativ guter Wert und bei der Helligkeit bewegen wir uns hier bei 500 Nits. Unterstützen tut das Ganze 2.0 Eingabestift. Was das bedeutet, ich gehe mal schwer von aus, dass Google hier auch einen Stift dafür rausbringt. Und ich würde sagen, ich habe euch jetzt genug gelangweilt mit den ganzen technischen Daten. Das WLAN-Passwort tue ich jetzt erstmal nicht einrichten, mache das natürlich gleich. Es geht nämlich weiter. Was ist noch alles im Lieferumfang enthalten? Okay, hier ansonsten ein Karton, sonst nichts. Schauen wir mal, was hier ist. Einmal Google, das sieht ganz nach einer Bedienungsanleitung aus, wie man das Ganze bedient, also das Tablet und die Dock. Das legen wir mal beiseite, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier das Dock und wow, ist das klein. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Sieht aus wie Nest Hub. Apropos Nest Hub, auf diesem Kanal werden viele weitere Nest Hub Videos, also die das Smartphone von Google folgen. Hier unten haben wir einen Reset-Knopf und die Lautsprecher. Hier können wir gleich das Tablet ansetzen. Hier, das finde ich jetzt nicht so geil. Hier haben wir den Anschluss. Ich würde mir wünschen, dass das auch ein USB-C-Stecker ist. Aber naja, vielleicht bei der nächsten Generation. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass das Netzteil in derselben Farbe ist wie die Station. Aber auch das ist leider nicht der Fall. Ansonsten ist hier nichts drin. Wir haben kein USB-C-Netzteil, kein Ladekabel, um das Gerät über Kabel zu laden. Das geht leider nicht. Ist im Lieferumfang nicht enthalten, kann man sich erwerben. Wir legen das Ganze beiseite. Das heißt, hier wird das Ganze eingesteckt und hier können wir auch gleich das Tablet auflegen. Doch, bevor ich das mache, richten wir erstmal gemeinsam das Google Pixel Tablet ein und danach schauen wir, wie das Ganze hier funktioniert. Los geht's mit der Einrichtung.
Ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass dieses Tablet nicht LTE-fähig ist und man den Speicher hier leider nicht erweitern kann. Das heißt, achtet auf jeden Fall darauf, welche Speichervariante ihr euch hier zulegt. Es ist nun soweit, ich konnte das Google Pixel Tablet nun jetzt circa 4 Stunden lang testen und konnte jetzt schon wirklich einige Erfahrungen sammeln mit diesem Tablet. Einige positive Dinge, aber auch negative Dinge sind mir auf jeden Fall aufgefallen und über diese Dinge möchte ich jetzt reden. Fangen wir erstmal mit dem Thema Kamera an. Kamera haben wir hier 8 Megapixel, es ist dieselbe Kamera wie vorne, so auch hinten. Und so auch die Ergebnisse. Ich blende euch mal eben ein paar Bilder ein, die ich mit der Kamera geschossen habe. Die Bilder sind nicht besonders gut. Was aber durchaus positiv ist, ist, finde ich, die Bildschirmauflösung. Obwohl wir hier ein LCD-Display haben, haben wir hier eine sehr schöne Auflösung. Wir haben sehr schöne Farben. Und die Systemsteuerung, die ist so geil. Also ich würde schon sagen, die ist auf Apple-Niveau. Ich finde, das Google Pixel Tablet geht in die richtige Richtung mit Android Tablets. Ein intuitives Betriebssystem haben sie jetzt hier auf die Beine gestellt. Das Multitasking ist sogar schon fast besser als bei Apple. Der erste Eindruck, dieser kann mich natürlich täuschen. Ich werde einen Langzeittest über dieses Tablet machen, deswegen abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um dieses Video nicht zu verpassen. Und wenn du dann schon unten bist, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal nochmal. Man hat viele Möglichkeiten, Apps nebeneinander zu stellen, sogar zum Beispiel Clash Royale und TikTok oder TikTok und den Browser oder YouTube und Clash Royale. Man kann parallel sein Streaming-Erlebnis erleben, finde ich einfach nur geil. Zum anderen haben wir auch wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich auch noch herausfinden muss. Nicht alles habe ich bisher herausgefunden. Na, dann ist es doch eigentlich nicht intuitiv. Nee, es gibt viele Möglichkeiten, das Tablet zu personalisieren. Ich bin auf dem besten Weg. Ich werde auch ein Tipps und Tricks Video machen über dieses Tablet, da es doch wirklich viele Funktionen gibt, die du wissen musst. Zum anderen haben wir wirklich viele Google Apps, wie zum Beispiel für Kinder oder die anderen Google Programme. Mit Android 14 wird das Ganze noch mal ein bisschen besser. Die KI, wie in der Keynote schon gesagt, fließt mehr in das Tablet rein und da bin ich wirklich gespannt, was das Tablet dann kann. Wie zum Beispiel auch E-Mails beantworten. Ich beantworte wirklich sehr viele E-Mails derzeit auf meinem iPad. Wenn ich gerade auf dem Sofa liege oder irgendwo bin, dann mache ich das meistens mit dem iPad. Zum anderen haben wir auch die Funktion in den Fotos, den magischen Radierer zu verwenden, so wie wir es bereits bei den ganzen Pixel-Smartphones kennen. Das ist auch ein riesen Pluspunkt. Das heißt, ich kann mit meinem Handy Fotos machen, diese dann in Google Fotos hochladen und dann bearbeiten mit dem Radierer. Einfach eine coole Funktion. Kommen wir nun zur Lautstärke. Einmal vom Tablet und dann zum Dock. Die Lautstärke vom Tablet ist wirklich gut. Für ein Tablet faszinierend gut. Ich finde sogar es richtig gut, weil wenn ich es auf maximal stelle, höre ich sehr viel und es vibriert nicht. Das ist natürlich klasse. Aber setze ich das Ganze auf das Dock, dann ist der Sound besser, aber nicht besser wie zum Beispiel bei einer Echo Show 8 von Amazon oder gar nicht mal vergleichbar mit einem Mini HomePod von Apple. Das sind Geräte, die alle dieselbe Größe haben. Das heißt, ich kann auch dieselbe Qualität verlangen. Und vor allem, wenn man überlegt, dieses Dock kostet separat 120 Euro. Das sind 20 Euro mehr als der Apple Mini HomePod. Und der hat eine viel bessere Leistung. Oder Echo Show 8, genauso gleich teuer ungefähr, hat aber auch eine bessere Lautstärke. Und natürlich kann man hier zwar das Display nicht abnehmen, aber die Lautstärke ist dennoch besser. Ein weiteres Manko
von der Docking Station ist einmal ein kleines Manko, Netzteil nicht in derselben Farbe wie das Gerät, wirklich eine Kleinigkeit, aber man muss sich daran gewöhnen, wenn man das Tablet aufsetzt und wieder abnimmt, nicht, dass man das Dock verschiebt. Und das ist mir doch ein paar Mal passiert. Mittlerweile habe ich so den Bogen raus, aber hier hätte ich mir das Ganze auch ein bisschen schwerer gewünscht oder auch ein bisschen größer. Wir haben ja den Platz. Wir haben auf der Rückseite ja den Platz. Warum macht man den nicht größer? Nochmal mit einem besseren Sound und eine bessere Haptik beim Draufmachen und Abmachen. Zum anderen ist mir sofort aufgefallen, die Sprachsteuerung. Ich meine, ich verwende Alexa jetzt schon mehr als 10 Jahre. Google verwende ich jetzt heute und ich habe es gemerkt. Ich sage, hey, spiel mir Lieder auf Spotify. Wenn ich den gleichen Befehl zu Alexa sage, funktioniert das deutlich schneller und deutlich zuverlässiger. Ich hoffe, dass hier noch einige Updates kommen, um diese Kleinigkeit zu beheben. Ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich begeistert. Mein erster Eindruck von diesem Tablet ist wirklich gut. Wir gehen einen Schritt in die richtige Richtung, in die Welt, wo auch Android-Tablets eine Chance haben, sich gegen das iPad zu beweisen. Wenn du aber anderer Meinung bist oder deinen Senf dazugeben möchtest, dann schreib es mir unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall darauf reagieren und du kannst natürlich viele weitere Videos über die Google-Welt erwarten. Wie zum Beispiel das Pixel Fold oder ein Tipps und Tricks Video sowie auch Review von den ganzen Geräten. Zum anderen werde ich auch ganz schön viele Google-Geräte nun zu Hause installieren, wie zum Beispiel auch eine Klingel mit Video. Die kann man auch wunderbar in das Tablet einblenden und wie das funktioniert, zeige ich in anderen Videos. Vielen Dank, bis hierher und bis zum nächsten Mal. Ciao.